ein Fahrzeug für Expeditionen erwünscht? Dann schaut bei der Firma 27th North aus den USA vorbei. Dieses Jahr bietet sie eine Ford F550 basierte Option mit einem 6,7 Liter V8 Motor, bei der es wirklich viel zu sehen gibt. Unter anderem ein Solarladesystem für 1200 Watt, mehrere Bereiche, Wohnzimmer, Küche, Bad und Schlafzimmer, ein Doppelbett, handgefertigte Kleiderschränke aus Walnussholz, eine Heizung, Klimaanlage und Induktionskochfeld. Insgesamt gibt es 416 Liter Wasservorrat. Allerdings muss man ordentlich bezahlen. Je nach Ausstattung und persönlichen Wünschen liegt der Preis bei 900.000 Euro. Ein ungewöhnliches Auto für anspruchsvolle Kunden, heißt es in einem Testbericht. Und hier haben die Erfinder versucht, die Mobilität von Campern und den Komfort von Wohnmobilen zu kombinieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das S1, das problemlos von einem Ford F250 gezogen werden kann, lässt sich in 15 Minuten zu einem vollwertigen Wohnraum mit 34 Quadratmeter Fläche auseinanderlegen. Das Innere wird von Edge One gesteuert, eine Art smarte Haushaltshilfe, der auch vor Rauch, Einbruch und anderen Notfällen warnt. Die Raumaufteilung erfolgt nach dem Prinzip, jeder Zentimeter ist wichtig, sodass man dort das ganze Jahr über entspannen, wohnen und arbeiten kann. Es gibt mehrere Innenausstattungsoptionen. Energie gibt es wahlweise durch Landstromanschluss oder optional über Solarzellen, die auf dem Dach befestigt werden. Sind die 77.000 Euro Kosten eurer Meinung nach gerechtfertigt? Entworfen, um zu überraschen, sagen die Entwickler dieses Wohnmobils. Der RC12M, einer der besten Optionen, basiert auf dem Volvo FH und überzeugt mit einem 540 PS Motor. Die Rahmenaufteilung erfolgt ganz nach Kundenwunsch. Standardmäßig gibt es eine eingebaute Garage, ein 7 Meter langes Sonnendach und schwenkbare Hinterräder. Immerhin erreicht das Wohnmobil eine Länge von 12 Metern, also kann zusätzliche Manövrierfähigkeit nicht schaden. Und dann gibt es noch das elektronische Wassermanagementsystem Myra, kabelloses Laden für Smartphones, eine elektrische Spültoilette und ein Glasschiebedach. Stilvoll, bequem und sehr, sehr teuer, bis zu 725.000 Euro. Der Hersteller nennt diesen Camper aus Australien ein Juwel. Dabei handelt es sich um eine Familienvariante, die Komfort und Geländetauglichkeit vereint. So ist die Federung kabellos verstellbar. Zur Serienausstattung gehören Kühlschrank, Herd, Klimaanlage und Heizung. Das Wohnmobil ist bis zu 7 Meter lang. Hört sich zwar wenig an, aber der Hersteller bietet mehr als 30 Ausstattungen an. Es können bis zu 7 Personen bequem übernachten. Ein zusätzlicher Hauch von Exklusivität sind maßgeschneiderte Bettlaken, Bettdecken und Bettbezüge. Was man dafür braucht, sind 118.000 Euro. Ein Trick von Elon Musk höchstpersönlich. Der Elektro-Pickup Tesla Cybertruck ist noch nicht in Produktion, hat aber bereits hunderte Millionen Euro durch Vorbestellungen eingespielt. Und das Team Space Campers kann diese interessanten Autos in vollwertige Wohnmobile verwandeln. Und so sollen sie aussehen. Für 22.000 Euro erhalten die Kunden eine 213 Kilogramm schwere Konstruktion, die zum Arbeiten oder Entspannen genutzt werden kann. Die Konfiguration lässt sich leicht ändern, man kann sogar eine Toilette aufstellen. Es gibt Steckdosen und USB-Anschlüsse.
Die Decke ist bis zu 2,4 Meter hoch. Es sind keine Änderungen, kein Schweißen und Bohren erforderlich, sodass der Kunde die Konstruktion selbst aufbauen kann. Oder man bittet die Space Campers um Hilfe. Das ist übrigens kostenlos. Besucht einfach ihr Hauptquartier. Der eine kauft Sportwagen, der andere Vollblutpferde. Dabei sind die Preise gar nicht so unterschiedlich. Für diesen Pegasus wurden einmal 63 Millionen Euro ausgegeben. Die Hersteller lassen keinerlei Kundenwünsche offen und machen sogar pferdefreundliche Wohnmobile. In dem blauen können beispielsweise bis zu 4 Tiere untergebracht werden. Sie bekommen Wasser, spezielle Ventilatoren, eine Dusche, Beleuchtung, einen Gummiboden, eine Rampe und andere Dinge zur Verfügung. Der Besitzer darf sich auf ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Dusche und weitere Bereiche freuen. Insgesamt gibt es 6 Schlafplätze. Wenn ihr zufällig 120.000 Euro übrig habt, könnt ihr dieses Wohnmobil gleich kaufen. Und dieses mobile Hotel reist durch Marokko und Portugal. Eine 7-tägige Tour kostet 755 Euro pro Person. Man soll nicht nur herumfahren, sondern auch den Wellen nachjagen. Die Route verläuft in der Nähe von Stränden. Den Anfängern helfen Trainer. Im Preis inbegriffen sind Frühstück, tägliche Reinigung, WLAN und Klimaanlage sowie den Transfer vom Bahnhof oder Flughafen. Es gibt 3 Zimmeroptionen, ein separates Zimmer mit Einzel- oder Doppelbett oder ein Etagenbett. Und zur Abwechslung gibt es neben Surfen auch Yogakurse, Schwimmen sowie Ausflüge in die umliegenden Dörfer. Hier kommt bestimmt keine Langeweile auf. Und dieser Camper wurde in einem Testbericht als komisches Wunder bezeichnet und das aus gutem Grund. Nach dem Umbau vergrößert sich der Innenraum um 92%, von 7 auf 13,5 Quadratmeter. Darüber hinaus befindet sich dort eine Dusche, eine Toilette, eine Küche, ein Wohnzimmer und alle üblichen Dinge, darunter ein Queen-Size-Bett, das 200 x 147 cm misst. Die Preise für die voll ausgestattete Variante beginnen bei 30.000 Euro. Zu den beliebten Ergänzungen gehören ein 45 Liter Kühlschrank und ein 75 Liter Wassertank. Alle, die auf Gemütlichkeit stehen, sollten sich solche Wohnmobile ansehen. Dieses hier heißt Big Sky und bietet 37 Quadratmeter Komfort. Das Haus misst 13 x 3 Meter und ist rustikal eingerichtet, aber mit allen Geräten wie Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Kühlschrank und Herd ausgestattet. Es gibt eine Veranda, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer und ein Dachboden, wo man nachts schlafen kann. Die Herstellung dauert etwa 14 bis 16 Wochen. Der Preis liegt bei etwa 91.000 Euro. Hier kommt eine weitere Option für Fans kompakter Abenteuer. Ein abnehmbares Wohnmobil für Pickups wie Toyota Tacoma, Chevy Colorado und Ford Ranger. Mit einem Trockengewicht von bis zu 793 Kilogramm macht das innovative Befestigungssystem des Campers Bohren und ähnliche Arbeiten überflüssig. We'll be right back.
Zusammengeklappt ist das Wohnmobil 132 cm hoch. Ausgeklappt sind es 234 cm. Dazu kommen Außendusche, Warmwasserbereiter, Rauch- und Gasmelder, Herd, Spüle und andere nützliche Optionen. Der Camper ist das ganze Jahr über einsetzbar und nutzt spezielle Stützen auf Parkplätzen, um die Federung zu entlasten. 40.000 Euro stehen auf dem Spiel. In Deutschland laufen die Arbeiten am X-Bus, einem kompakten Elektrofahrzeug, das entweder ein LKW oder ein Wohnmobil sein soll, auf Hochtouren. Der X-Bus soll, wie der Name nahelegt, als kleiner Bus angeboten werden. Daneben wird er aber auch als Kastenwagen, Transporter mit Kofferaufbau, Pritschenwagen, Pickup, Camper oder Cabrio erhältlich sein. Zwei Fahrgestelle, Offroad und City, sollen 8 verschiedene Aufbauten tragen können. Die Wohnmobilversion bietet bis zu 600 km Reichweite, Allradantrieb, ein Solardach, Fernseher, Kühlschrank, Herd und andere Dinge. Außerdem ist das Fahrzeug umweltfreundlich. 95% der Autokomponenten sind recycelbar. Der Preis schwankt bisher um 37.000 Euro. Wie soll sich ein Wohnmobilhersteller von der Konkurrenz abheben, wenn sie die Optionen anbietet, die mit Luxushotelzimmern mithalten können? Ein Unternehmen aus Schweden hat ein zweistöckiges Wohnmobil mit Dachterrasse und Panoramafenster mit dem entsprechenden Namen Cape Tower präsentiert. Die gesamte Vorderseite nimmt die Küche ein, mit Backofen, exklusivem Induktionskochfeld, Fettfilterbelüftung und einem 40 Liter Wassertank. Von der Größe her steht das Wohnmobil einem kleinen Studio in nichts nach. Es gibt verschiedene Grundrisse. Im Standardpaket sind ein beheiztes Schuhfach und weitere Optionen erhältlich. Für dieses Märchen muss man aber je nach Ausstattung bis zu 165.000 Euro bezahlen. Ein kompakter Truck, der sich sowohl für ein privates Sommerhaus als auch für ein großes Unternehmen eignet. Dafür braucht ihr 72.500 Euro und schon gehört er euch. Das folgende Wohnmobil ist 8 Meter lang und 2,6 bis 3 Meter breit, wodurch es noch kompakter ist als viele andere. Bereits in der kleinsten Version gibt es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer sowie Möbel und Geräte. Die Herstellung dauert 16 bis 20 Wochen und die Raumaufteilung ist so flexibel, dass sogar ein mobiles Restaurant und ein mobiles Juweliergeschäft möglich sind. Und dieses Wunder wurde in Großbritannien erfunden. Wozu kompakte Wohnmobile bauen, dachte man sich, wenn man auch ein ganzes Hotel auf Rädern bauen kann. Man kann es zu jeder Veranstaltung mitbringen und Gewinne machen. Wer würde sich schon weigern, in einem komfortablen Zimmer mit eigenem Bad, Heizung, Safe und kostenlosem WLAN zu wohnen? Die Zimmergröße ist bescheiden, etwa 7,5 Quadratmeter. Aber die Entwickler haben transformierbare Betten aufgestellt, sodass man darin die Nacht zu viert verbringen kann. Das mobile Hotel hat bereits die Gäste des Formel-1-Rennens in Silverstone begeistert. Die Grundidee besteht darin, die Gäste in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Der Preis pro Nacht beträgt etwa 95 Euro. Meter lang, mehr als 4 Meter hoch und 24 Tonnen Gewicht. Rund 335.000 Euro Kosten. Wir sprechen von einem Luxusschwergewicht, in dem man die Fortsetzung von Friends drehen könnte, denn es handelt sich um eine vollwertige Wohnung.
Von einem 32-Zoll-Fernseher bis zu einer Waschmaschine, von einem elektrischen Kamin bis hin zu luxuriösen Sitzgelegenheiten wie in einem VIP-Raum im Kino. Hier vergisst man schnell, wo man sich eigentlich befindet. Die Verarbeitung ist auf höchstem Niveau und mit unverzichtbarer Beleuchtung ausgestattet. Der Name wurde passend gewählt, Lux Elite. Schicker ist nur ein Luxuswohnmobil, wie das neuronale Netz es sieht. Vielleicht sieht das nächste Lux-Modell so aus. Wenn du einen Schlepper gekauft hast, bieten diese Kerle einen dazugehörigen Anhänger an. Ihr könnt ihn nach Belieben nutzen. Zum Beispiel kann ein Fahrzeug mit 14 Meter Länge und 62 Quadratmeter Fläche zu einem mobilen Ausstellungsraum, einem Café oder sogar zu einer medizinischen Versorgungsstation umgebaut werden. Alle Optionen wie transparente Wände, Beleuchtung und Klimaanlage werden im 3D-Konfigurator direkt auf der Webseite des Herstellers ausgewählt. Der fertige Anhänger wird von einer Person über die Fernbedienung gesteuert und in 20 Minuten transformiert. Und wenn kein Anhänger benötigt wird, gibt es auch einen Frachtcontainer mit 8 bis 13 Meter Länge. Smart, unsinkbar, autonom und magisch. Die Entwickler dieser Kapsel haben viele lobende Worte für sie. Das UFO-ähnliche Design ist eine Art Wohnmobil für alle Reichen und Umweltbewussten und wird an Privatkunden, Hotels, Konferenzräume und Unternehmen verkauft. Der Durchmesser beginnt ab 9,40 Meter. Auf einer Fläche von 50 Quadratmetern gibt es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Ruhebereich mit Solarium für 12 Personen. Der Betrieb erfolgt mit Solarenergie und es fallen keine Abfälle an. Der Preis liegt bei etwa 316 Euro pro Nacht oder 450.000 Euro für eine eigene Kapsel.